Hallöchen Leute und willkommen hier beim Qualifying zum großen Preis von den Emiraten. Also VAE, UAE, wie ihr es wollt, Vereinigte Arabische Emirate oder United Arab Emirates. Und es wird alles ja, es regnet. Diese Qualifying-Session zu überstehen. Gib einfach alles. Es regnet und wir werden hier erstmal das fette Gemisch schon mal einstellen und dann machen wir uns also schnell auf die Strecke. Also das freie Training, das hat ja wunderbar geklappt, da haben wir eine richtig gute Zeit gehabt. Und das wollen wir natürlich jetzt auch wieder hinkriegen. Oh, wir sind auf Intermediates. Ja, das ist aber mutig. Ich wollte es gerade sagen. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Wir gucken erstmal, also wir müssen natürlich, dürfen natürlich nicht zu langsam fahren. Wir müssen einfach mal gucken, mit welchen Reifen man hier besser fahren kann. Ob das noch für Intermediates reicht, aber das ist schon wirklich sehr rutschig. Nee, Leute, das ist überhaupt nichts. Da müssen wir auf die Regenreifen ausweichen. Aber wie ich habe es gestern schon gesagt, die Regenwahrscheinlichkeit in einem November in Abu Dhabi liegt bei 0,2%. Quatsch. 0,2 Regentage gibt es pro Jahr im November. Also das heißt, jeden 5. November gibt es einen einzigen Regentag. Und den haben wir jetzt auch noch abbekommen. Da bin ich mal gespannt, was wir dabei rausholen können. Und gehen jetzt mal mit den Regenreifen auf die Strecke und hoffe mal, dass es dann ein bisschen besser wird. So, Weber, die Pflaume hat hier die Grünen gehabt. Boah. Das darf ja wohl nicht sein. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase. Tja. Ich würde sagen, wir fahren auch wieder in die Box, weil sonst hat das hier echt keinen Sinn, hier jetzt ohne Frontflügel das zu machen. Eieieiei, was ist denn da los? Lass es bitte ein bisschen trocken werden. Tja, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Also Intermediates, aber die Reifen haben, die Regenreifen haben auch nicht so gut geklappt. Ah, 3 Minuten wieder. 5 Minuten haben wir nur noch. Eieieiei. Können wir sehen, was die anderen haben? Die fahren alle auf Intermediates. 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Ach komm, lass uns mal hier. Lass uns mal die harten Reifen ausprobieren. Also ich weiß es echt nicht. Mit den Regenreifen, das war auch nichts. Wir können ja einfach nur rausfahren. Dann verlieren wir nicht so viel Zeit. Nur ich würde das halt gerne mal ausprobieren. Ja, vielleicht wären die weichen Reifen besser gewesen. Aber die Strecke sieht nicht so nass aus. Geht ja wieder super los, ne? Wow. Strafe? Du wurdest um 10 Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt. Strafe mal 2? Können wir hier nicht irgendwie eine Rückblende machen? Ah komm, das ist doch schwul. Nee, Leute, das ist doch mal mehr als schwul. Also ganz im Ernst, dafür, da habe ich kein Verständnis für. Ich meine, wir haben einen kleinen Unfall gebaut. Na gut, das macht man eigentlich nicht. Aber ich glaube, das geht ja mal gar nicht hier. Das geht ja mal gar nicht. So viel haben wir ja nicht gemacht. Eine halbe Runde.
So, machen wir es einfach normal. Ich denke mal, so schlimm ist das jetzt nicht. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, diese Session zu überstehen. Aber versuch einfach dein Bestes. Das soll ja jetzt auch die Ausnahme gewesen sein, dass wir hier mal halbwegs geschummelt haben. Was heißt halbwegs wir geschummelt? Also, ganz im Ernst, ey. Da berühren wir die Boxenwand und kriegen dann eine Strafe. Und können noch nicht mal eine Rückblende nutzen. Also, wir versuchen es jetzt nochmal mit den Intermediates. Und dann fahren wir halt... Alter. Wäre es schon fast wieder passiert. Also, wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Aber schaut euch das mal an, ey. Ich bin so langsam gewesen. Nee, das geht beim besten Willen nicht. Also das müssen die Regenreifen sein, die wir hier brauchen. Das geht sonst mal gar nicht. Aber da hatten wir auch Probleme mit, ne? Woran liegt denn das? Bin ich jetzt echt ein bisschen perplex. Also, wir versuchen es nochmal. Und ansonsten müssen wir halt mal... Ja, noch vorsichtiger geht ja nicht. Wir sind ja eben schon ins Schleudern gekommen von so einem Quatsch. Ja, das sieht besser aus. Also, gucken wir einfach mal, was wir jetzt bei rausbekommen. Wow, 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 da haben wir Glück gehabt. Ja, doch, so kommen wir zumindest, so bekommen wir zumindest mal eine Zeit. Ist jetzt nicht so toll. Eieiei. Das kann ja was werden. Schieben wir es mal auf den Klimawandel, keine Ahnung. Monsunartiger Regen hier in Abu Dhabi. Drei Sekunden liegen wir hinten. Ja, da habe ich drauf gewartet. Also diese Stelle hier, da muss man wirklich aufpassen. Vor allem, wenn es regnet. Da können wir so nicht lang fahren. So, das war besser. Und dann geht's auf die Stadt Ziel. Elfter. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Wir fahren nochmal eine, um zu gucken, ob wir uns hier verbessern können. Okay, wir fahren einfach nochmal in die Box. Und dann schauen wir mal, wie gut der Elfte wirklich ist. Eieiei, das ist ja was hier. Boah, elfter Platz sind wir noch. 9 Minuten. Gucken wir mal. Im ersten Sektor 1,5 Sekunden, die wir verlieren. Im zweiten 1 Sekunde. Im dritten sind wir eigentlich gleich auf mit den Vorderleuten. So, hinter uns. Ah, deswegen auch der 11. Platz. Hoffen wir mal, dass es sich hier hinten noch schön auffüllt. Oh, wir sind schon 12 da. Ah, ha, 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 ha. So, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall raus. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Ich glaube nicht, dass wir
die Zeit haben, hier zu warten. Also, 5 Minuten haben wir auch nur noch. Unter dem Strich, leg zu. Du musst unter die ersten 17 kommen, sonst bist du raus. So, ich will auf keinen Fall wieder 18er werden. So, schauen wir mal. 3 Minuten sind noch. Noch 3 Minuten. Ja, und man sieht schon hier. Oh, wow, 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 die Ideallinie, die ist am Abtrocknen. Das hat jetzt aber Zeit gekostet hier. Boah, da sind wir selbst 2 Sekunden langsamer als unsere. Ich glaube, jetzt werden sogar die Intermediates geiler. Scheiße, scheiße. Nur wir können jetzt nicht mehr wechseln, ne? Tja, das ist jetzt natürlich blöd. Wir werden ein paar gute Zeiten auf Intermediates gefahren. Komm rein, ja, ja. Und hol dir auch einen Satz Intermediates. Ach, das wird sonst eh nix. Ich schau mal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt... Oh, 56 Sekunden. Nee, nee, das war's. Das war's. Ich kann's nochmal versuchen hier. Vielleicht gibt's ja irgendeinen Bug oder sowas. Aber normalerweise müsste es das jetzt gewesen sein. Und so ist es leider auch. Also. Du hast einen respektablen 18. Startplatz geholt. Das wollten wir sehen. Gut so. Nach dem lockeren Sieg im Training gibt es jetzt einen 18. Platz. Also viel bitterer geht's nicht. Der 24. Platz, gut, der wäre noch ein bisschen schlechter, klar. Aber wir müssen einfach mal gucken, was wir denn morgen im Rennball rausholen. Und da würde ich mich dann freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.